dem Moment gefunden? Ist er vielleicht wieder Gegenwart? Alles, was mit Leidenschaft zu tun hat, hat die Fähigkeit, uns über die Grenze hinwegzuführen, in den Bereich, der weiter ist als wir selbst. Musik aus Leidenschaft, und ich kann Ihnen sagen auch, Gebet aus Leidenschaft, führt in eine Weite der Welt Gottes in der Gegenwart. Sie mögen das ganz verschieden nennen. Manche würden sagen, ich bin gar nicht religiös. Darauf kommt es nicht an. Aber das zu merken, uns umgibt etwas, das größer und unbedingter ist. Vor allem das Leidenschaftliche ist. Musik wird dahin führen können, wo sie selber aus der Wahrheit kommt und diese Wahrheit sucht. Nicht alle Musik tut das. Und auch das Gebet wird es können, wenn es aus der Wahrheit kommt und die Wahrheit sucht. Und auch hier gilt, nicht für jedes Gebet gilt das, aber für das Leidenschaftliche. Der Unterschied mag es sein, dass die Musik sehr weit ist, die Musik vielleicht keinen Namen kennt und das Gebet zu einem Du wird, dem Gott gegenüber, der uns sich gezeigt hat, dass wir ihm meinen. Und nun kommt meine dritte Frage an Sie. Sie werden wieder ein paar Augenblicke Zeit haben, in Ihrem Gedächtnis, in der Biografie zurückzugehen. Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal einem Menschen wirklich begegnet? Nicht bloß oberflächlich mit Worten, mit einem Gruß, mit einem Blick, sondern so, dass Sie merken, hier schließt sich ein Geheimnis eines Menschen mir auf. Und in diesem Geheimnis des Menschen entdecke ich etwas von meinem eigenen Geheimnis. Wann ist Ihnen das zum letzten Mal geschehen? Sind Sie angekommen? Wer sich selbst begegnet und wer Gott begegnet, der wird die Wahrheit dieser Begegnungen dann erkennen, wenn er auch den Menschen begegnet. Ein Wort der Moderne, ein geistliches Wort sagt, wer im Gebet in Gott eintaucht, mit diesem Eintauchen in Gott auch sich selbst findet, der taucht bei den Ernsten dieser Welt wieder auf. Sonst hat er sich unterwegs verloren. Das wusste schon Bernard von Clairvaux, der große Mystiker, wir haben ihn schon einmal erwähnt. Wer in Gott und seine verzehrende Liebe, seine Leidenschaft eintaucht, der taucht dort auf, wo Gottes Leidenschaft am meisten brennt, bei den Armen und Geschundenen dieser Welt. Darum gehören diese drei Dinge zusammen. Das Finden von sich selbst, die Begegnung mit Gott und die Begegnung mit dem Nächsten. Dort, wo es in Wahrheit dazu kommt, ist das keine Schlupfordnung, kein erstens, zweitens, drittens. Es ist vielleicht wie ein Kreis, wie ein Rad, und es ist nicht so wichtig, wo man eintritt. Musik in Wahrheit und Leidenschaft
selbst sind. Was und wer das Größere ist, das uns umgibt und uns frei macht, mit freiem Herzen und Augen den Nächsten zu sehen. Und das Gebet wird uns zum Du. Ich lerne mich selbst bei meinem eigenen Namen zu nennen. Ich lerne Gott zu rufen, so wie dem er Bild hier über uns steht. Und ich lerne aus diesem Rufen, diesem Kennenlernen, auf den Nächsten zuzugehen. Und wenn das geschieht, dann geschieht Musik in Wahrheit. Und dann geschieht